Hallo, grüß euch. Hallo. Wir sind heute auf unserem Versuchsfeld 2. Wir haben ja schon erzählt, dass wir das ja das erste Mal Zuckerrüben bauen und Öllein. Und seit sind wir beim Öllein unterwegs. Den sieht man irgendwann. So schaut er aus. Der wird irgendwann weiß blühen. Aktuell noch nicht, dafür ist er noch zu klein. Und man sieht ihn auch im Hintergrund von Öllein. Der Öllein ist sehr konkurrenzschwach leider. Deswegen haben wir immer wieder Unkraut drinnen und sind jetzt am Überlegen, ob wir einen striegeln. Muss man auch werden. Wahrscheinlich machen morgen. Genau. Aber der Öllein besticht, weil er sehr genügsam ist. Das heißt, er kommt mit wenig Nährstoffe aus und ist dann auch gut für Flächen, die nicht so eine Bonität haben wie andere. Oder wenn man keinen Dünger mehr übrig hat im biologischen Kreislauf, dann macht der eigentlich ganz gut Sinn. Genau, jetzt sind wir gespannt, wie das sich entwickeln wird. Ja, das war auch ein Grund, warum wir mit der Nie-Fruchtfolge aufgenommen haben. Ein anderer Grund ist, weil wir einfach Leinöl so gern mögen und das auch gern direkt vermarkten werden. Also da werden wir dann auf jeden Fall auch was pressen und wir wollen so ein kleines Verbrauchernetzwerk hier in der Gegend aufbauen und da dann auch unsere eigenen Produkte, die wir wirklich direkt vermarkten können, verkaufen über dieses Netzwerk. Und also wir stehen ja jetzt total am Anfang, aber wir werden es auch wieder hier mit begleiten, wie das läuft oder ob es überhaupt funktioniert. Und ja, wir wollen einfach, dass wir mit den anderen landwirtschaftlichen Betrieben hier aus der Gegend zusammenarbeiten und ja, hoffentlich auch die Verbraucher einfach auf die Produkte aufmerksam machen können, die es wirklich hier bei uns in der Gegend gibt. Okay. Und viele sind halt dann schon bio, manche sind vielleicht nur in der Umstellungsphase, weil auch diese Sachen kann man problemlos essen, aber sie werden halt normalerweise nicht als Nahrungsmittel verkauft. Und wir haben uns gedacht, vielleicht können wir da ja manche Höfe unterstützen, die irgendwie nur in ihrer Umstellungsphase sind, aber trotzdem eigentlich schon immer ihre Produkte direkt verkaufen möchten. Genau, und so die Verbraucher und Verbraucherinnen auch mitnehmen auf dem Weg von der konventionellen Landwirtschaft zur Bio-Landwirtschaft. Genau, und wir stechen noch ein bisschen Ampfer aus, genau. Weil der ja bald absamt. Dann bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.